Servus Leute, Porsche ist wieder am Start. Herzliches Willkommen zurück. The Legend of Zelda Breath of the Wild 3 Herzen Let's Play untersuchen. Wir sind im Schrein für den Herr der Zeit. Sorry wegen den asozialen Cut, aber ich habe mir das so ungefähr in 20 Minuten Parts vorgestellt und das war so ungefähr. Ich habe keinen Wecker gestellt. Muss mal gucken, wie das so insgesamt aufgebaut wird. Jetzt werden wir erstmal wieder blau angetropft. In alle Richtungen wird es dann abgeschossen. Puh, so, neues Modul. Das Stasis-Modul lässt für ein Objekt die Zeit stillstehen. Werden gestoppte Objekte erschüttert, staut sich Bewegungsenergie an. Diese wird mit einem Schlag freigesetzt, sobald die Zeit weiterläuft. So kannst du auch riesige Objekte bewegen. Das ist gut. Hä, wieso bis 20 Uhr? Wir haben 20.55 Uhr. Wie soll ich bis 20 Uhr streamen? Geht nicht. Sorry. Ab 20 Uhr war's. So ungefähr. So. Aber das ist dann wieder auch ein anderes Thema. Das hätte ich eigentlich hier beenden können. Ja, es ist sowieso zu spät. Wenn man nämlich ein Stasis frühzeitig beendet, lädt sich das neue schneller auf. Nur für den Fall, dass es ein paar von euch nicht wussten oder so. Oder wissen sollten. Wie auch immer. Auf jeden Fall, ui, das war jetzt schlecht. Ja. Okay, alles klar. Hat aber trotzdem noch gereicht. Liegt die Kugel da jetzt? Nö, sie ist runtergefallen. Ein Reiseschild. Diese robusten Schilde sind bei Abenteuern sehr beliebt. Sie werden aus Tierhäuten und stabilen Holz hergestellt und schützen vor wilden Tieren und kleinen Monstern. Mhm. Dafür ist die Teil in der Tasche kein Platz. Na toll. Aber wir möchten diesen Schild haben. Dann werfen wir erstmal einen Topfdeckel weg. Das war sowieso eine kuriose Idee, den mitzunehmen. Ein 24-Stunden-Stream. Ja, du mich auch. Ich meine, ich habe zwar Urlaub und meine Freundin ist nicht da, aber trotzdem 24 Stunden werde ich jetzt nicht streamen. Das ist zu heftig. Das ist Heftigkeit Overload und so. Okay, so, wir werden einen nächsten Bockstock wegwerfen, damit wir da vorne... Das war damals meine Lieblingswaffe, bis ich dann immer weitergekommen bin. Ein Eisenhammer, ursprünglich zum Zertrümmern von Erz entworfen, taugt dieser schwere Hammer auch als Waffe. Das ist schön. Denn wir werden dann hier auch das hier direkt erstmal machen. So, und ein Flieg und Sieg. So, und auf Wiedersehen. Okay. Zeichen der Bewährung erhalten. Besten Dank dafür. So, einmal bitte überspringen. Wir kennen diese Animation, uns interessiert diese Animation einfach nicht mehr. Sie ist so old. Vor allem, wenn du sie 120 Mal gesehen hast. Jetzt habe ich sie schon 140 Mal gesehen, gefühlt. Ne, ich habe sie viel öfter gesehen. Ich hatte ja so ein Wii U Let's Play und sowas alles. Jo, so, da war alles dabei. Ich werde auch nicht 12 Stunden streamen. Frankenzombie. Vielleicht bis 23 Uhr erstmal. Das sind ja noch 2 Stunden. Ich muss mal gucken, wie fit ich noch bin. Und so weiter und so fort. So. Zurück im vergessenen Plateau. Als allererstes ins Material. Werden wir uns das Ding hier hinlegen und mal kurz ein Feuerchen machen, weil ich habe keinen Bock auf Nacht aktuell. Deswegen werden wir bis morgens warten. Hui. Jetzt kommen hier alle mit 12 Stunden, 11 Stunden, 6 Stunden. Ja, was das angeht, ja, eventuell bis 24 Uhr. Ich muss mal gucken, wie sich das jetzt noch entwickelt. Ich weiß auch nicht, wie viele deutschen Kanäle jetzt ungefähr online sind. Warum gehe ich eigentlich hier hoch? Viel zu umständlich. Weil es ja manchmal so, wenn ich zum Beispiel jetzt der einzige deutsche Kanal wäre und die Leute abends Langeweile und Bock auf das Spiel haben, und dann würde ich natürlich auch wieder einen Batzen Zuschauer kriegen. Ist mir nämlich mal aufgefallen, in Zeiten, wo ich dann irgendwie aufgrund von Überstundenabbau dann vormittags gestreamt habe vor einem halben Jahr, natürlich, vor einem Monat oder so, dann habe ich zum Beispiel auch Breath of the Wild gestreamt und es waren irgendwie 20, 25 Zuschauer online. Das ist krass. Yeah, du hast ein Wild. Da kannst du jetzt auch das Winterwams holen. Ja, das Winterwams kann man auch anders kriegen. Für den Fall, dass man in der Wüste, hier auf den Heilerberg überlebt, kann man an der obersten Spitze des Heilerberges, sprich da oben, kann man dann den alten Mann finden, der einen das Winterwams schenkt. So, da kommt der erste starke Gegner, in Anführungszeichen. Wobei mich ja gerade schon ein ganz normaler roter Bockblin getötet hat, aber... Ja, okay.
Das ist aber wiederum wieder gesagt ein anderes Thema. Das war irgendwie dumm von mir gemacht. Ich wollte einfach wieder mit einem Pfeil auf den Kopf schießen, damit ich 5 Pfeile kriege. Hat mir im Endeffekt nichts gebracht. So, ja. Oh, du hast eine starke Waffe. Wenn du mich damit triffst, ist natürlich nicht so gut. So, und Flieg und Sieg. Ah, du bist immer noch hier oben. So, nochmal so versuchen. Okay, das war jetzt knapp. Herr mit deinem Stachelbockstock, Schaden 12. Der Bockblind, der diesen Stock gebastelt hat, hat sich wirklich Mühe gegeben. Pass auf, denn die spitzen Tierknochen können ins Auge gehen. Ja, das weiß ich, dass der irgendwie sehr mächtig ist, dieser. Oh, hier, guck mal, du kannst eine Bocklanze haben. Mehrfach ins Gesicht. Stachelbockschild, von einem Bockblind gemacht, dem etwas härteres Holz in die Hände fiel. Darüber war er so glücklich, dass er sein Schild sogar mit Tierknochen verstärkte. Kein Platz? Nee, komm, dafür habe ich Platz. Erstens der hier weg. Der hier ausrüsten und den hier mitnehmen. Dankeschön. Oh, das erste Bocklin-Herz. Eine sehr seltene Zutat, die du nach dem Besiegen eines Bocklin erhalten hast. Es pocht noch sachte vor sich hin, obwohl es für ob es für irgendwas gut ist, Fragezeichen. Oh ja. Diese Herzen sind schon ziemlich gut. Mach mal die Tour auf. Bernstein, besten Dank dafür. Cash. Die ganzen Bernsteine und so weiter und so fort sind für mich eigentlich nur Geldbeschaffung. Noch. 5 Stunden, der eine kann nur bis 23 Uhr wegen Schule. Mario Kart geht immer. Ja, Mario Kart ist auch so eine Sache, ne? Mario Kart kann man wenigstens dann zusammenspielen in dem Moment. Aber wie gesagt, ich habe gesagt, heute Abend, ich hätte nie erwartet, dass diese Nachfrage für dieses Let's Play relativ groß ist. Ich habe eigentlich gedacht, gut, ich kann ja mal nachfragen, wenn sie sowieso nicht so viele antworten. Auf einmal antworten richtig viele darauf: Ja, mach das so, mach das dies, mach das das. Am Ende habe ich so gedacht, what the heck? Das ist richtig geil. Also, was ihr aktuell auf YouTube schafft, auf meinem Kanal, als Einsteiger, das ist, keine Ahnung. Ist einfach unfassbar. Wie hart ich geklickt werde. Weil ich habe jetzt 2200 Klicks in 48 Stunden. Weil ich zwei Leunen-Videos hochgeladen habe. Und dann werden die alten Leunen-Videos noch geklickt. Und der Nier-Yoma-Schrein, der wird noch hart geklickt. Das ist einfach. Es ist einfach schön. Anders kann man nicht sagen, es ist richtig schön. Und besten Dank dafür, Leute. Unfassbar viel Dank. Richtig, richtig geil. Man fühlt sich dann auch richtig warm's ums Herz, wenn man dann so auf einmal sieht, what the heck? Ich hatte sogar an einem Tag 1200 Klicks, da habe ich gedacht, oh mein Gott! Da war ich so glücklich drüber, habe ich gescreenshottet. Natürlich habe ich das gescreenshottet. Und zu dem Zeitpunkt, wo ich das jetzt hier aufnehme, habe ich aktuell 211 Abonnenten. Check mal Twitter aus. Ich habe ein inoffizielles 200-Abonnenten-Special dort hochgeladen. Einfach auf Medien gehen. Ich glaube, da müsste es doch relativ weit oben stehen, weil so viele Medien poste ich da eigentlich nicht. Relativ weit oben. Es steht eigentlich schon ziemlich weit unten, weil ich generell viel poste, aber an Medien findet man das relativ flott. Und das ist halt ein bisschen bekloppt, was ich da gemacht habe. Aber meine Freunde und ich, wir kamen auf die Idee, so einen Scheiß zu machen, so einen Quatsch. Und ja gut, ich packe diesen Tweet mal. Ich hoffe, ich denke dran, wenn ich diesen Part des Videos hochlade, packe ich den besagten Tweet mal in die Videobeschreibung. So. Dann kann man einfach draufklicken und die Sache ist gegessen. So, einmal du. Kriegst schon mal das ab. Reisezweihänder, das eigentlich noch zu. Ja, komm. Den Krogfächern kann ich nicht gebrauchen und auch nicht wegwerfen. Deswegen müssen wir ihn so wegwerfen. Nehmen wir mal die Heugabel. Hallöchen. Zweimal Heugabel für dich. Zweimal Heugabel für dich. Und zweimal Heugabel für dich. Dankeschön. Kurz und schmerzlos. So weit, so gut. Düt. Explosionsfässer. Keine Truhe. Schade. Aber jetzt habe ich wieder Platz für einen Bockstock. Das nächste Grillwild. Besten Dank. Düt. Mann, jede 5 Sekunden müsste das Stream laden. Wieso gibt es nur 720p? In dem Moment gibt es nur das, was ich hochlade, weil ich kein Twitch-Partner bin. Natürlich, wie soll es auch mit 100 Followern gehen? Dass man da schon Twitch-Partner ist. Und deswegen kann ich keine Qualität anbieten. In dem Anführungszeichen kann ich keine Qualität anbieten. Dass man die einstellen kann in dem Moment. So. Was ist das für ein Tweet? Das ist ein kurzes Video, was sich inoffizielles 200-Abonnenten-Special schimpft. Und wie gesagt, wenn man auf Twitter geht, Link auch in dieser Kanalbeschreibung, auf Twitch und auf YouTube, klar,
Ich glaube, da geht man auf Medien und dann ist es bei mir aktuell noch das dritte und das ist halt ein Video. Aber bis dieses Video vom Let's Play hochkommt, kann schon wieder ein bisschen was mehr gepostet sein. So, wir haben den nächsten Schrein erreicht. Säulen aus Eis, Tomisoke Schrein. Shika-Stein erkannt, Datenübertragung wird aktiviert. Die Heugabelbehandlung für Bockblinz. Dr. Porschi. Würdest du irgendwas in Richtung Spritze geben, dann könnte ich daraus auch einen Leune-Killen machen. Aber leider, leider gibt's sowas nicht. Das ist ja noch ein Feld frei, was ist das denn? Lässt Eissäulen aus Wasser. Eissäulen entstehen. Die Eissäulen sind sehr hart und schmelzen nicht. Sie dienen als Plattform oder Hindernisse. Bestehende Eissäulen kannst du anvisieren und zerstören. Sehr schön. So und. Hä? Mach die Säule hin, mach die Säule hin. So, und da vorne wartet wieder ein Wächter. Schade, dass man hier nicht so um die Ecke sneaken kann. Das wäre auch ziemlich cool. Wenn man sich dann so kurz an die Ecke prasst und dann da rüber geht. Aber leider, leider. Hui. Und zwei Schläge. Heugabel zerbricht gleich. Kein Problem. Antike Feder und Schrauber. Was ist denn los, ey? Ich kann nicht mal sprechen. Wir haben gerade mal erstmal nach 21 Uhr und ich kann noch nicht mehr sprechen. Reiselanze. Oh, hab sogar Platz dafür. Perfekt. Können wir die nämlich direkt drin lassen. So. Hä? Ist jetzt da drunter gelandet. Und warum leuchtet der Bogen, wenn ich da drunter bin? Guck mal, dieses grüne Licht über meinem Kopf und so. Naja, gut, alles klar. Wir lassen was dabei. Habe ich einen kleinen Grafikfehler entdeckt. Cool. Und damit wäre das vergessene Plateau sogar schon fast erledigt. Also Anzahl der Schreine ist es jetzt soweit eigentlich durch. Ich habe es gesehen, aber so cringe. Was heißt denn cringe? Habe ich so noch nicht gesehen, das Wort. Ja, das ist wie gesagt nur ein inoffizielles 200-Abonnenten-Special. Nur für die, die mir auch auf Twitter folgen. Und keine Sorge, diese 140 Follower da sind nicht alle von YouTube oder so. Das wäre krass. Ich glaube, es sind sogar nur 5 oder 6 Stück. Ansonsten halt durch Tweets, die man so macht, und dann kommen da auf einmal Follower hinzu und gehen nie wieder online. Im Endeffekt von den 140, 143 oder sowas sind vielleicht 20 aktiv und so weiter und so fort. So. Wo kommt der Typ eigentlich jetzt hergeflogen? War er da hinten auf dem Eisberg oder was? Nun hast du in allen Schreinen auf diesem Plateau ein Zeichen der Bewährung erhalten. Es ist soweit, Link. Es ist Zeit, dass du die Wahrheit erfährst. Sieh auf deine Karte und denke dir gekreuzte Linien zwischen den vier Schreinen. Dort, wo sich die Linien kreuzen, werde ich auf dich warten. Okay. Hast du verstanden, wo die Linien zwischen den vier Schreinen sich kreuzen? Hat er noch einen auf guter Mensch gemacht und kommt so halb gebeamt und halb geparasegelt hier runter gebeamt oder geparasegelt halt. Ist das überhaupt ein Wort? Kann man das verwenden? Ja, ne? Ist ein Neologismus. Kann man ins Wörterbuch ins Wörterbuch hinzufügen. Einmal bitte da hoch. Danke. Jetzt darf ich nicht vergessen, dass ich keinen Parasegel habe, weil normalerweise mache ich die immer so weit weg und schwebe die restlichen Meter dahin, aber dann wäre ich gestorben. Ein Edelstein, der in Hyrule gefunden werden kann. Ein Opal. Sehr schön. So, was wir jetzt aber trotzdem noch besuchen, ist der Ort hier unten. Hui. Und einmal schön diesen Berg runter. Runter, nicht rauf. Runter, nicht rauf. Mann. Link. Runter. Okay, ich hab's fast geschafft. Ich bin drüben, alles klar. So. I follow you, I follow you. Steffen456, besten Dank für dein Follow. Ja, ich kann irgendwie keine Follows sehen. Das muss man irgendwie einstellen können und das kann ich leider nicht. So, unsere ersten weißen Schleimgelee. Ekliger weißer Schleimtropfen. Wenn man nicht hinsieht, fühlt er sich in der Hand angenehm kühl an. Bei Erschütterung platzt er und verströmt eisige Kälte. Oh, eisige Kälte. Das ist nicht so schön. Eisige Kälte kann man eigentlich nicht so gebrauchen. Renn, Link. Zeig, was du
drauf hast und rennen. Auch mit deiner minimalen Ausdauer. So. Wenn man die jetzt aktuell noch schlägt, schlagen und wegspringen, wegen der Eis-Dingsbums, die da so nach außen geschossen wird. Eisdruckwelle oder sowas. Keine Ahnung, wie man das sonst bezeichnen sollte. Weg da, Link! Aber jetzt nicht so gut, während des Laufens anzugreifen, hat man ja gesehen. Da bin ich nämlich leider doch gefroren. So, dankeschön. Mach's mit Tippi-Stream. Das Problem, wie gesagt, ist, der Prozessor von meinem MacBook reicht dafür leider nicht aus. Der verkackt dabei. Wenn ich die Cam anmache, ist der Ton weg. Und der Stream laggt. Und wenn ich die Cam nicht anmache und auf 720p streame, funktioniert das alles. Aber sobald ich auf 1080p streamen möchte, laggt es wieder. Ich finde die ganze Zeit Sachen und lese gar nicht vor. Stachelbockbogen, ein mit Tierknochen verstärkter Bockbogen. Nicht wegen primitiv, aber... Nicht weniger primitiv, aber genauer und durchschlagskräftiger als sein kleiner Bruder. Okay, das ist gut. Dann nehmen wir den nämlich mal mit. Weg damit. Und auf da. Wupp. So. Jetzt nehmen wir... Ne, wir bleiben dabei. Bei dem Schild. Und nehmen wieder normale Pfeile und einen Billigbogen. So. Hätten wir das schon mal gelootet, jetzt holen wir uns noch einen Krugsamen. Und dann war es das, glaube ich, sogar mit allen Krugsamen, die es hier so gibt. Meine ich, aber hundertprozentig sicher bin ich mir dann doch nicht, weil es ist dann doch schon zu lange her, dass ich die Krugsamen hier gefunden habe. Besten Dank an mich selbst, dass ich das sogar noch weiß. Steffen456, ob ich Lust habe, einen Leuen zu töten, wieso? Weil ich jetzt gerade erst am Anfang gespielt bin, lass dich nicht täuschen, mein Freund. Leute killen ist der Grund, warum ich auf YouTube wachse. Jetzt mal blöd gesagt so. Sagen wir mal so, Leute ist der stärkste Gegner des Spiels. Wenn man es kann, sind die auch einfach. Ja, Leute ist der einfachste Gegner des Spiels. Nein, komm, Spaß beiseite, aber Leute sind keine Probleme mehr. Zumindest für mich nicht so wirklich. Wenn man weiß, wie man ihn besiegt, selbst der silberne Leute, 0, nix ist das Ding bei mir erledigt. Einfach mal auf YouTube auschecken. Link in der Beschreibung. Ich kann es nicht oft genug sagen. So. Wir haben es gleich geschafft, Leute. Okay. Moment, war der überhaupt hier? Ja, ne? Der war doch hier. Ich bin mir echt ziemlich sicher, dass er hier ist. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Der ist unter der... Ich glaube, der war unter der Brücke, oder? So. Ne, der war bei der anderen Brücke, da hinten. Da war der drunter. Ah, dann bin ich jetzt relativ sinnlos eigentlich zu dieser Stelle gelaufen. Naja, gut. Den packen wir auf jeden Fall da rein. Wieso hast du deine Rubik's Cube-Videos eigentlich gelöscht? Weil es grundlegend daran lag, wenn man Porsche auf YouTube eingegeben hat, dann hast du die Cube-Videos gefunden, anstatt die anderen Videos. Und das wollte ich nicht. Außerdem, ich cube zwar noch, aber ich mache keine Videos mehr dazu. Das ist mir dann doch, keine Ahnung, die Lust vergangen. Mir ist die Lust an diesen Videos vergangen und deswegen mache ich es nicht mehr. So. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man irgendwie nur so freizeitlich, hobbymäßig YouTube macht. Achso, der war doch unter dieser Brücke? Nee, ernsthaft? Nee, der war unter der da vorne, oder? Verarsch mich jetzt nicht. Nee, der war unter dieser Brücke, ne? Oh nein, Link, raus da. Oh Gott. Idiot. So, aber wir haben uns wieder geheilt. So, gut. Dann habe ich das irgendwie verwechselt mit diesem Krugsamen da unten. Egal. Aber besten Dank für den Tipp, Steffen456, dass der Krugsamen dann doch da hinten ist. Am Ende wäre ich zur anderen Brücke gegangen und hätte dann eventuell später einen Check gelesen, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, danke für den Tipp. So. Unter dieser Brücke ist also der Krugsamen. Gut. Aber ich weiß nicht mehr, wo unter der Brücke war. War der unter dem Teil, wo ich den
die Tür hinstellen muss oder unter einem weiteren, späteren Teil. War hier, oder? Ich habe gedacht, man könnte den hier durchsehen. Komm mal her. Tür. Tür, kommst du her? Sehr schön. Okay. Komm mal hier hin. Tür. Geh mal hier runter. Ja, so runter wollte ich das dann doch nicht haben. Okay. Ja, so, lass mal so runter. Hat nichts gebracht. Link, was ist passiert? Ich habe nicht hingeguckt, ich habe auf den Stream geguckt. Wo bin ich denn bitte runtergerutscht? Die Tür hat mich nach hinten geschoben. Ich fasse es nicht. Ist das unglaublich? Ist das unfassbar? Das ist jetzt mein zweiter Game Over. Ey, dafür darf ich das ganze Let's Play nicht mehr sterben. Für so ein Mann, ey. Oh Gott. Ich werde den Krug reinschneiden. Boah. Okay, das war's. Zweite Mal Game Over. Dritte Mal Game Over. Reicht das so? Ja. Oh Gott, ey. Ach ja, ach ja. Wenn man sich nicht hundertprozentig erinnert. Egal. Mal wiedersehen hier, der Kugelarm. Okay. So, Herrschaften, Damenschaften. Das war's mit diesem Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich bin raus und verabschiede mich mit einem fröhlichen. Ciao, ciao.